Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Retro The Elder Scrolls 3 Morrowind, Folge 99. Wir sind heute tatsächlich nur 20 Minuten unterwegs. Ganz ehrlich, wenn ich das gewusst hätte in der letzten Aufnahme, hätte ich sie entweder eine Stunde kürzer gemacht oder 20 Minuten länger. Ganz ehrlich. Aber naja, egal. Wir müssen jetzt halt einmal 20 Minuten aufnehmen. Das heißt, ihr werdet mein Hi Leute jetzt zweimal hintereinander hören, nämlich heute und morgen. So. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tatsächlich so machen werde. Vieles geht ja gar nicht. Außer ich mache Folge 100 wieder einfach nur eine Stunde länger. Also dass halt eine ganze Stunde dauert, die Aufnahme. Weiß ich noch nicht. Ich hatte eigentlich was geplant, aber offenbar fällt das jetzt ins Wasser. Dann mache ich vermutlich doch nur eine Stunde. Dann kann ich eigentlich auch ganz normal hier weitermachen und dann mache ich morgen eine Stunde lang auch normal weiter. Aber naja. Ist ja auch nicht schlimm, oder? Dann habt ihr eine Stunde lang Morrowind. In den Blumen ist immer noch nichts drin. Und wir haben jetzt 171 Kilogramm nur noch. Und damit werden wir jetzt nach Arkentand gehen, die Dwemer-Ruine, und dort wieder ein bisschen... Wir haben die Levitationstränke, oder? Ich hoffe, wir haben die Levitations... Ja, geil, zwei. Ich weiß jetzt übrigens, was... Ich habe sie nicht dabei. Na gut, ich weiß jetzt, was die Schriftrollen machen. Ich habe extra nachgesehen. Das eine war eine Sibi-Intervention oder irgendwie sowas. Das, wenn ich diese Schriftrolle nutze, oder diesen Zauber, teleportiert mich sofort zum nächsten Schrein, zum nächsten Dunmer-Tempel. Wäre der da vorne in Balmora. Und göttlicher Eingriff, wenn ich nutze, das teleportiert mich sofort zum nächsten Schrein des kaiserlichen Kultes, also der neuen Götter. Und das wäre da vorne dann, in der Legion. In der Legionsfeste. Zwei Teleportationszauber, beide ziemlich nah. Also das sind dann nur noch keine zwei Minuten mehr laufen. Vielleicht auch nur eine. Und dann wäre man am selben Punkt. Ja, okay, man muss dann noch durch die Stadt laufen. Zwei Minuten. Aber nur eine Minute, da wäre man in Balmora. Beim Tempel wäre es einfach nur rausgehen und man wäre in Balmora. Ich dachte schon, da ist irgendein Monster. Und bei der Legion ist es einfach nur ein bisschen den Weg entlang gehen. Finde ich nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mir ein paar davon mal machen oder zaubern oder kaufen oder sowas. Oder einen Zauber machen, der das, der da hilft. So, habe ich irgendwelche Fackeln dabei? Ich habe tatsächlich gar nichts dabei. Dann machen wir das heute ohne Fackel. So, wie war das nochmal? Da muss ich entlang. Und da links sind die Zellen der Hohlen Hand. Nee, nicht Zellen der Hohlen Hand. Ich bin so blöd. Unten entlang muss ich. Au, das tat weh. Und zwar genau einen Schadenspunkt. Klageleutenhalle und dann hier in die Himmelsgalerie. Ich kenne die Namen schon auswendig vom Hochladen, da schreibe ich immer den Abschnitt hin, wo ich auch gerade bin. Akrobatik auf 27. So, aber davor möchte ich jetzt nochmal testen. Könnte ich da irgendwie so hochkommen? Tatsache, es funktioniert. Und oben, geil! Okay. Nur beim Runterkommen werden wir dann Schwierigkeiten haben, außer...
Außer ich komme da irgendwie so hin. Na ja, mal sehen. Jetzt erstmal hier weiter. Bin ich jetzt gespannt. Wo geht es dahin? Oh, da haben wir... Kräfte schwinden. Ich brauche einen Ausdauertrank. Unsichtbarkeit, Magie, festigen Windskraft, Levitation, Lebensenergie, Ausdauer und Magie festigen. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Magie festigen, Magie festigen, Magie festigen, Lebensenergie wiederherstellen, gewöhnliche Krankheit heilen. Haben wir keinen Ausdauer wiederherstellen mehr? Wiederherstellen Glück? Hier, Ausdauer wiederherstellen. Das tat weh. Du wirst hier den Tod finden. Das glaube ich eher nicht. Du wirst es. Das beweise ich dir. Jetzt. Jetzt. Ach komm schon. Jetzt. Batu Vera. Was zur Hölle? Der lebt ja wieder. Solange ihr noch könnt. Wow. Lebensenergie wiederherstellen. Hier. Und am besten, ich habe keine Krankheiten oder so, genau. Wohltat? Nein, nein, Velots Gnade. Lauf! Wieso lebst du wieder? Langwaff hat sich verbessert. Was war das für ein komischer Typ? Gewöhnliches Hemd, gewöhnlicher Gürtel, gewöhnliche Schuhe, gewöhnliche Hose und Stahlkriegshammer. 32 Kilo, zum Glück können wir das tragen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ war. Ob ich Zauber... Moment mal, das haben wir jetzt schon auf 100%. Dann zauber ich lieber Wohltat, weil das haben wir nur auf 95%. So, und die Reiselaterne, die nutzen wir gleich. Wo genau sind wir hier? Das sieht aus wie eine... Ich weiß es nicht. Was ist das? Da kann man anscheinend irgendwie hoch. Das sieht aus wie irgendeine Maschine. Und das sieht aus, als könnte man da runter oder rauf. Wie aktiviere ich die? Komme ich dahin? Nein. Komm ich... Das ist auch nichts. Ist hier irgendwo ein Schalter, den ich übersehen habe? Nein. Komisch. Wisst ihr was? Hier, also ich speichere jetzt nochmal. Und ich werde jetzt hier einen der Levitationstränke anwenden. So, Magie. Das war hier, glaube ich. 10 Punkte für 30 Sekunden. Wir hätten doch irgendwo auch noch einen schlechteren, oder? 5 Punkte für 30 Sekunden. Nehmen wir den da. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich levitiere. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da komme ich nicht hin. Dwemer Röhre. Dwemerischer Detektor. Oh! Na, ein bisschen zu viel. 40 Kilo. Den lassen wir erstmal. Okay. Aber sonst kommt man da nicht hoch, oder was? Die Laterne ist weg. Die Laterne waren doch 5 Kilo, oder? Vielleicht können wir jetzt den Detektor nehmen. Wo ist er denn hin? Da. Nein. Ach komm, um 4 Kilo? Ernsthaft? 4 Kilo.
Keine Ahnung. Nein, nicht das. Das. Nein. Den Detektor will ich eigentlich schon mitnehmen. Obwohl... Ja, ich weiß nicht. Es ist ein dwemerischer Detektor. Vielleicht ist er für irgendwas gut. Vielleicht muss ich den darauf stellen. Wobei, das sind Zahnräder. Das glaube ich auch nicht. Das sieht aus wie irgendeine Lupe oder so. Als ob ich das irgendwie öffnen könnte, so eine Kuppel. Aber den Hebel da konnte ich auch nicht betätigen, als ich vorhin geflogen bin. Versuchen wir es mal da. Nein, das ist falsch. Da? Vielleicht. Also da kann ich ihn hinstellen. Da nicht. Okay. Sieht aus wie irgendeine... Verdammt. Verdammt! Jetzt bin ich ganz am Arsch. Wo habe ich den hingestellt? Da. Oh! Und draußen. Okay, der kommt dahin. Das ist auch in Ordnung. Wobei, ich könnte ihn mit Federmesh nehmen. Ich will den da irgendwie aktivieren. Ich glaube nämlich, dass man da irgendwie weiter kann oder runter oder so. Aber vielleicht ist es ja eine Quest. So. Wir trinken jetzt schnell einen Ausdauertrank. Festigen brauchen wir nicht unbedingt. Hier, den hier. Und dann zaubern wir Feder. Da warten wir aber noch schnell, bis die Ausdauer voll ist. Und dann haben wir 89% Wahrscheinlichkeit. Cool. So, jetzt beeilen, beeilen, beeilen. Solange die Feder anhält. So, da bin ich vorher hochgekommen. Da komme ich auch wieder runter. Das war eigentlich das Einzige, was ich machen wollte. Aber vielleicht soll ich jetzt noch ein bisschen Magie wiederherstellen auch wieder. Obwohl... Wir lassen den vorerst mal hier. Oder hier in der Ecke. Sonst stoppen wir noch drüber. Ah. So, jetzt gleich mal auf die Uhr sehen. Oh, ich habe noch 5 Minuten. Irgendwie total blöd. Naja. Aber ich habe noch 5 Minuten. Wisst ihr was? Dann breche ich hier jetzt ab und gehe einfach schnurstracks jetzt nach Balmora zurück und bereite mich und verkaufe dann und so und fertig. Dann machen wir in Folge 100 hier weiter. Holen uns den Detektor und gehen dann den anderen Weg nochmal. Oder wir gehen erst den anderen Weg und holen uns dann den Detektor. Irgendwie sowas. Naja, hätte mich schon noch interessiert, was da jetzt dann wäre, aber ich fand das auch schon interessant. Das ist irgendwie so eine Art Megaskop oder so, sowas. Oder Teleskop. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Zumindest sieht es so aus.
Aber der Federzauber hat uns doch schon gebracht. Das müssen wir dann nämlich nicht nochmal hochkommen. Vielleicht war es ja nur Glück, dass wir dieses eine Mal es da hochgeschafft haben. Und ein weiteres Mal wäre es uns vielleicht nicht geglückt. Hä? Okay. Magie wiederherstellen ist, glaube ich, der letzte, oder? Muss ich dann nachsehen. Und Ausdauer wiederherstellen. Und Seelenfalle. Aber wir können ja schon einmal zuschlagen. Jetzt. Ja, hat funktioniert. Er hat eine Seele gefangen. Von Klippenläufer und er hat nichts. Schade. Wir fangen immer mehr Seelen. Ein schöner Tag zum Wandern. Findet ihr nicht auch? Das muss ich doch glatt mal kontrollieren. Haben wir jetzt noch irgendwas mit Magie wiederherstellen? Denn wenn nicht, werde ich in die Magiergilde vielleicht noch gehen. Entweder diese oder nächste Aufnahme. Also heute oder morgen. Magie festigen. Magie festigen. Ah, hier haben wir noch Magie wiederherstellen. 8 Mal sogar. 10 Punkte für 5 Sekunden. Ja, das geht noch. Da fällt mir auch ein, ich müsste eigentlich heute noch lesen und Alchemie machen. Aber ich glaube, das mache ich weder heute noch morgen, weil heute nur 20 Minuten sind. Wenn ich da Alchemie gemacht hätte und gelesen hätte, wäre die Folge vorbei gewesen. Und morgen auch nicht. Morgen ist Folge 100. Da möchte ich nicht lesen und Alchemie machen. Da mache ich anderen Blödsinn, nämlich da hingehen und fertig. Aber naja. Aber ich glaube, wir werden die Dwemer-Ruine morgen hinter uns lassen. Zumindest vorerst. Wir müssen ja noch den Dwemer-Würfel holen. Und ich glaube, eventuell kommen wir da auch noch irgendwie hoch. Zu diesem Teleskop. Keine Ahnung. Wo wir dann da vielleicht irgendwas machen müssen. Ich weiß es nicht. Und dann noch können wir vielleicht endlich die Quest für die Magiergilde weitermachen? Hoffentlich. Aber ihr müsst es so sehen. Dadurch, dass wir jetzt die Dwemer-Ruine gemacht haben und jetzt da alles ausgeräumt haben und so weiter, machen wir es später nicht nochmal, wenn wir den Dwemer-Würfel holen müssen. Dann suchen wir nur kurz den Dwemer-Würfel und fertig. Und ich weiß, wo der ist. Ich muss nämlich oben entlang gehen. Das habe ich mir gemerkt. Ich weiß zwar nicht, ob ich mir das bis zur Quest hin merken kann, / werde, aber zumindest weiß ich es jetzt noch. Das ist doch auch schon etwas, oder? So, ach komm. Nein, nicht handeln. Bitte, ja, lebt wohl. Ich grüße euch. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. So, Magie, nichts. Sonstiges, der Seelenstein muss weg. Der kommt hier hin. Dann hätten wir hier noch die Dwemer-Röhre. Alter dwemerischer Türschlüssel. Ich glaube, der kann auch weg. Ja, ich behalte ihn nochmal. Nur für alle Fälle. Kleidung, zack, eventuell noch ein bisschen was zum Ausleuchten. 1, 2, ja, 3. Das sollte vorerst reichen. Dann haben wir das. Das wird verkauft. Reparieren. Das sollte ich vielleicht aber erstmal. Geht sie noch? Die geht noch. Ach, Mist. Jetzt geht wieder gar nichts mehr. Na gut, dann reparieren wir halt doch so. Ja,
Es geht schon. Wow, geil! Also, was Willenskraft ist? Wieso ist meine Willenskraft reduziert? Ich hab doch gar nichts. Habe ich irgendwas mit Willenskraft wiederherstellen? Hier nicht, oder? Wiederherstellen Willenskraft. Habe ich da was? Wiederherstellen Glück. Ja, wiederherstellen Willenskraft und Gift neutralisieren. Habe ich sonst noch wo wiederherstellen Willenskraft? Denn eigentlich möchte ich jetzt kein Gift neutralisieren. Nein. Okay. Dann nehmen wir der hier, weil der schlechter ist. Ja, jetzt geht's mir wieder besser. Und was ist das jetzt? Gift neutralisieren, Willen. Ah, okay, cool. So, dann wollte ich noch eventuell Pfeile. Habe ich 100. Was wollte ich denn noch? Gerade eben musste ich es noch. Ach, genau. Füges Seelenfall für 60 Sekunden auf Ziel. Oh, den nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auch mit, nur für den Notfall. Und ich glaube, dann haben wir es. Dann rasten wir jetzt schnell bis geheilt. So, dann jetzt schnell verkaufen und dann mal sehen. Ja, die Zeit wäre eh schon um eigentlich. Eigentlich. Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Danke, ich dich auch. So, kurz die Ausdauer abwarten, bis die voll ist. Okay, ist voll. Handeln. Die hier soll weg. Das hier soll weg. Bei Magie soll nichts weg. Und bei Sonstiges soll... Wo haben wir es? Das da weg. Das sind 88. 88 mal 1,28 sind wir, glaube ich. Das sind 113. Nein. 112. Ist doch gut. So, dann haben wir das. Dann wiegen wir jetzt 4 Kilo mehr als vorher. Das liegt hier 3 Kilo, 3 Kilo. Das sind 6 Kilo mehr, die wir tragen. 7 Kilo plus die Schriftrollen noch, die jeweils auch 1 Kilo wiegen. Ja, okay, die nur 0,2. Das heißt 10 Kilo mehr und trotzdem nur 4 Kilo mehr als am Anfang. Das liegt vermutlich an den Tränken, die wir getrunken haben. Naja. Aber... Bevor ich das in Folge 100 vergesse, ich glaube, diese Folge wird 25 Minuten oder so lang, ich möchte noch schnell in der Kriegergilde die Schmiedehämmer holen. Oder wisst ihr was, das mache ich beim nächsten Mal. Bin jetzt eigentlich komplett fertig gerade. Dann gehe ich jetzt noch schnell davor zum Tor und dann ist Schluss für heute. Und morgen, ja, ist noch speichern, so. Speicher. Ja, vielleicht noch ein bisschen Ausdauer regenerieren. Ja, okay, das ist genug. Speichern. Rinder. Okay, ja. So. Und morgen sehen wir uns dann in Folge 100. Ciao, Leute!